Get up, meine Starspieler, und herzlich willkommen zu einem neuen Brawl Stars Halla Spiel-Video. Brawl Stars Halla Video. Brawl Halla Stars. Leute, heute habe ich was ganz Besonderes vor, und zwar Brawl Halla und Brawl Stars. Das sind zwei unterschiedliche Spiele, die ich mal ganz eben zu einem kombiniert habe. Danke für die lieben Kommentare, und ich habe auch in einigen Videos schon die Kommentare bekommen, dass ich mal Brawl Halla ausprobieren sollte. Denn das ist auch ein sehr cooles Spiel, und da habe ich mir gedacht, klar, wieso nicht, ne? Und aber nicht nur das, sondern ich habe mir gedacht, ich werde die beiden vergleichen, denn Gedankenpause. Ich habe Brawl Halla noch nie gespielt, bin mir noch nicht sicher, wie das funktioniert, aber ich möchte ja nicht nur Brawl Halla oder Brawl Stars spielen, ich möchte die beiden vergleichen, um euch, meinen Starspielern, zu sagen, welches Spiel cooler ist und ob Brawl Halla sich überhaupt lohnt zu spielen, denn wir wissen ja alle, dass Brawl Stars das allerbeste Spiel ist, das allerbeste Spiel. Finde ich zumindest. Und ja, und da habe ich mir gedacht, ey, wisst ihr was? Ich zock erstmal ein bisschen Brawl Stars und dann schauen wir mal, was wie Brawl Halla sich macht. Ob das so gut ist wie Brawl Stars oder nur halb so gut ist oder überhaupt nicht gut ist, das werden wir herausfinden. Aber natürlich freue ich mich immer zuerst über ein Like, ein Abo und eine Glocke. Und wir starten direkt erstmal in Brawl Stars rein. Also, ich bin gerade am Überlegen, wie ich das Video machen soll. Soll ich das einfach so machen, indem ich sage, Brawl Stars ist das Beste? Aber das wäre unfair, das wäre nur meine Meinung, ne? So, und ich weiß, jeder von euch hat eine andere Meinung und jeder sagt, Brawl Stars ist nur zu 70% richtig cool. Einige sagen, es ist das beste Spiel überhaupt, einige sagen, es ist ganz okay, einige sagen, es ist mega schlecht und langweilig und ja, und bla 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 bla. Aber wir wollen das Ganze neutral beurteilen, und ich versuche mich von Brawl Stars ein bisschen zu distanzieren und nicht zu sagen, dass Brawl Stars das Beste ist, obwohl es eigentlich fast das Beste ist. Nein. Okay, Leute, so, wir fangen jetzt mal an. Und zwar, wir gehen erstmal bei Brawl Stars rein. Also, bei Brawl Stars gibt es unterschiedliche Figuren und ganz viele Charaktere. Man nennt sie Brawler. Wie ihr vermutlich schon wisst, wieso sage ich das überhaupt? Es gibt auch noch andere Sachen. Und zwar nicht nur Brawler, sondern auch Maps. Das wisst ihr wahrscheinlich auch. Wieso mache ich das Video überhaupt? Ihr wisst ja eigentlich schon alles. Wie ihr wisst, es gibt Brawler, es gibt Maps, man kann brawlen. Brawl ist das Beste. Gleich Beste, fertig. Nein, okay. Es gibt unterschiedliche Maps, unterschiedliche Skins und ja, ich weiß gar nicht, worauf ich da drauf eingehen soll. Aber wir sagen jetzt erstmal Gameplay. Ich muss sagen, Brawl Stars gefällt mir vom Design eigentlich richtig gut. Die einzelnen Brawler, die sehen cool aus. Hier zum Beispiel Bell sieht super cool aus. Cold, für die es verschieden noch mehr Skins gibt, ne? Und unterschiedliche Skins und alles Mögliche hier im Shop. Jeder hat seine Super, jeder hat seine Attacken, jeder hat seine Stärken und Schwächen. Das finde ich eigentlich auch richtig cool. Und natürlich auch gibt es Halloween Editions, wie hier der Gespenst Squeak. Mythischer Brawler. Es gibt natürlich auch Seltenheits... Seltenheitsstufen von den einzelnen Brawlern und natürlich ein Brawl Pass und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, aber ich probiere jetzt mal das Gameplay aus. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, weil der ganze Schnickschnack drumherum ist ja nur Design und Aussehen, was natürlich zum Spielspaß erheblich beiträgt. Und ich habe mir gedacht, okay, ich teste jetzt einmal ein bisschen mal das Standardspiel. Ich würde sagen, das Standardspiel bei Brawl Stars ist Juwelenjagd. Das war, glaube ich, das erste. Oder das ist, wenn man Brawl Stars anfängt zu spielen, ist das die erste Map oder der erste Modus, den man spielen kann. Und da mache ich jetzt mal eine Runde und check das so ein bisschen aus und analysiere mal das Gameplay. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ein Gameplay analysieren, das finde ich richtig cool und deshalb bin ich, das ist auch jetzt zum ersten Mal für mich ein neues Video, Leute. Das ist für mich auch ein neues Video. Also man hat auf jeden Fall die Sicht von oben, ne? Also so Vogelperspektive. Man hat auf jeden Fall drei Teammates, klar ist der Modi. Und so, man hat eigentlich eine gute Übersicht, man sieht die anderen, Gebüsche sind da, wo man sich verstecken kann, es gibt Hindernisse, bei denen man sich auch verstecken kann und was gibt es denn noch, genau, und die Gegner, die können einen platt machen. Das Nervige daran ist, es gibt Teammates, so wie rechts Brock, der einfach nichts macht, außer da im Gebüsch zu stehen und nicht viel zum Kampf beiträgt. Man sieht auch hier, die Animation ist richtig cool, das heißt, wenn jemand seine Super einsetzt, dann wird er natürlich auch gedamaged. Oh, nein, 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 nein. An den Cut, das kann wieder rausgeschnitten werden. Dankeschön, das war kein gutes Beispiel. Und man kann Minus-Trophäen machen. Nice. Man sieht durch diesen weißen
Balken den Angriff von seinem eigenen Brawler. Ist eigentlich ganz, ganz cool, muss ich sagen. Das Gameplay hat mir Spaß gemacht. Von oben ist eine gute Perspektive. Deshalb würde ich sagen, würde ich einer auf einer Skala von 1 bis 10, würde ich schon eigentlich eine 10 geben. Also gerade die Perspektive gefällt mir auch von oben. Man hat alles so ein bisschen überblickt, sage ich mal. Und ja, ich weiß gar nicht, was da noch so viel zu sagen gibt. Wenn euch noch was einfällt, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. So, und jetzt probiere ich einfach mal Brawlhalla aus, Leute. Also Brawlhalla habe ich vorher wirklich auch noch nie gespielt. Jetzt fängt es an. Das ist schon ein Hammer. Also ich muss sagen, der Name ist schon cool. Und man sieht jetzt hier links ist so ein Wikinger. Der sieht aus wie so ein Wikinger mit so einem blonden Vollbart. Hat auch so Zöpfe im Bart. Er sieht richtig cool aus. Also der Zeichenstil gefällt mir auch mega gut. Ey Leute, das ist doch Crow. Schaut mal nach rechts, das ist doch Crow. Oder nicht? So, okay, wir stellen vor Munin den Raben. Boah, der sieht ja richtig cool aus, Leute. Was ist das denn? Brawlhalla Patch 6.0? Brawl Halloween? Ereignis 21? Ah, das sind die ganzen News, okay. Ah, nicht schlecht. Also, ich muss sagen, der, sagt man dazu auch Brawler oder sagt man dazu Champion? Ich glaube, man sagt dazu Champion. Also, wirklich cool. Also, sieht schon mal nicht schlecht aus, ne? Oha, Leute, schaut euch mal hier die Champions an. Boah, die sehen richtig cool aus. Also das muss ich sagen, Respekt. Das sieht richtig stark aus. Also ich glaube, das sind die Halloween Edition. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss sagen, man sieht hier, ich habe von allem noch nichts. Ich habe noch nichts in diesem Spiel. So, Münzen kaufen, okay, das machen wir jetzt nicht. Weil ich nicht weiß, ob mir das Spiel gefällt oder nicht. Aber mal, okay, man sieht schon unterschiedliche Währungen. Das ist schon okay. Was mir aber auffällt, direkt als erstes die Oberfläche. Die ist extrem vollgeladen. Das heißt, links habe ich hier ganz viele Brawl City Truhen, kosmische Truhen, Legenden, Crossover, Skins, Farben, Ranglistenspiele. Das ist extrem viel, wo ich erstmal durchblicken muss. Was bei Brawl Stars ein bisschen einfacher ist. Man hat da rechts drei Elemente, oben links, oben rechts hat man den Posteingang. Also das ist ein bisschen übersichtlicher. Vielleicht liegt es auch nur daran, weil ich das Spiel schon kenne. Wenn ich das Spiel vorher schon gespielt hätte, würde ich es wahrscheinlich auch easy auskennen. Ja, aber ich muss auf jeden Fall schon mal sagen, die Skins bzw. die Champions, mega. 10 von 10, sofort. Also der Zeichenstil gefällt mir auch, die Animation ist richtig cool. So, okay, also ich mache einmal, wisst ihr was, ich mache einfach mal direkt Pouch Party. Okay, also hier ist auf jeden Fall schon mal blöd, weil hier sind die unterschiedlichen Champions. So, und ich zocke erstmal mit Mordex. Okay, Mordex, ja. Da, man kann hier die Farben auswählen. Okay, klassische Farben, ja, ich nehme Gelb. Aufschlitzer, okay. Noch so ein Säbel als Waffe. Okay, mehr kann ich nicht machen. Ich bin bereit für meinen Kampf. Und wähle erstmal Small Brawl Haven. Und ich kämpfe gegen Queen Nani. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Match jetzt aussieht. Und dann, Brawl. Okay, richtig cool. Oh. Ah, okay. Leute, das erinnert mich auf jeden Fall an einen super Smash. Oha, was passiert denn hier? Das geht ja richtig ab. Also, die Sicht ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders. Die ist nämlich frontal. Und ich bin jetzt runtergefallen, das heißt, ich habe automatisch verloren. Oh nein, nein! Ich falle eigentlich die ganze Zeit selber runter. Oha! Ey, das ist ja richtig cool. Also ich muss sagen, die Grafik gefällt mir echt gut. Das ist mal komplett was anderes. Nein. Hey, wieso kann ich denn hier nichts nehmen? Und wie... Yes! Okay, also ich... Na, was passiert denn hier? Ich muss... Was? Okay, das ist anscheinend hier... Hä? Oh, jetzt hab... Oh! Leute, habt ihr das gesehen? Ich hab den mal so krass ins Ausgeschossen. Wie kann man hier die Gegenstände nehmen? Wisst ihr das? Okay, anscheinend habe ich jetzt irgendeinen Gegenstand genommen. Jetzt habe ich wieder... Okay, das hat mich anscheinend auch aus irgendeinem Grund platt gemacht. Okay, also ich muss sagen, die Geschwindigkeit hier ist auf jeden Fall viel, viel schneller. Und man muss wirklich aufpassen, auf dieser kleinen Insel zu bleiben. Man hat zwar immer die Chance, wieder zurückzuspringen. Aber, oh, da ist so ein Halloween-Gegenstand. Yes. Nein, hä, nimm doch die Waffe. Oh, Leute, ich habe auch eine Pose gemacht. Wie cool war das denn? Okay, also ich warte jetzt einfach hier nochmal, bis die kommt. Und dann... Okay, hat da nicht funktioniert. Also wieso nimmt er denn die Waffen nicht hier? Oh!
Okay, das hat mich jetzt ordentlich platt gemacht. Ich habe jetzt, man hat anscheinend 3 Versuche. Ja, klatsch, 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 verloren. Okay, man hat anscheinend 3 Versuche, um den Gegner platt zu machen. Man hat 3 Niederlagen. Okay, ich versuche jetzt mal mit Bödwar. Ja, ich glaube, ich nehme den Look, den braunen, der sieht ganz cool aus. Okay, die Waffen kann ich auch nicht ändern. Okay, ja. Anscheinend gibt es noch mehr Skins, weil oben rechts sind so 3 Köpfe. Aber ich frage mich dann, wieso kann man dann die Farbe wechseln? Okay, ist nur die Farbe, aber... Okay, wer weiß, wie er noch aussieht, wenn er einen anderen Skin hat. Okay, dann bin ich bereit für den nächsten Kampf. Und hoffe, dass das irgendwie... ich nehme... Was nehme ich denn? Ich finde, das sieht ganz cool aus. So, und ich kämpfe gegen Yala. Okay, Schwertkämpfer gegen Schwertkämpfer. Mal schauen, wer gewinnt. Ich vermute, dass der Gegner gewinnt, weil ich das Spiel noch nie gespielt habe. Und, aber ich habe vorhin eine Runde gewonnen. Das war schon sehr cool. Und okay, und ich weiß halt nicht, wie man die Waffen nimmt. Das ist das nächste Problem. Okay, so, jetzt bin ich da. Nimm die Waffe. Mach doch was. Yes, ich habe die Waffe. Boah, ich habe einen richtig coolen Hammer. Was? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich habe plötzlich einen Bärenangriff gemacht. Okay, hä? Jetzt aber. Yes! Komm her. Mach doch was. Yes, weg. Nein! Glück gehabt hier. Yes, jetzt ist sie weg. Jetzt kommt die nicht mehr. Nee. Versuch doch. Yes! Nochmal Glück gehabt, Leute. Okay, so. Man muss hier wirklich aufpassen. Oha, cool. Das ist anscheinend seine Spezialattacke. Und, ich wurde platt gemacht. Nein! Okay, 1:1. Wir beide haben noch einen Leben. So, okay. Wie muss ich jetzt die Waffe nehmen? Ah, man muss sich, glaube ich, einfach nur hinstellen. Und kurz warten und dann einfach auf diesen roten Balken drücken. Ja. Ah, okay, und man hat anscheinend noch ein... Mit dem Schwert habe ich auch eine andere Superattacke, glaube ich. Nein! Ah! Also ich muss sagen, Brawlhalla ist schon mega schwer, wenn man es nicht kennt, so wie ich. Aber es ist, macht mega viel Spaß. Das, wie gesagt, das erinnert mich an Super Smash Bros. Und hier... Leute, jetzt ist es nochmal richtig knapp. Jetzt ist es nochmal richtig knapp. Okay, hier nochmal schauen und... Okay, den Hammer... Nein, also ist es wirklich auch schwer zu lenken, weil man auch hier... okay, so. Und... Bäm, weg und nochmal... Yes! Was? Nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Ich habe mich selbst besiegt, Leute. Ich habe mich selbst besiegt. Okay, also es hat mega viel Spaß gemacht, Leute. Man kann hier auch noch Emojis schicken. Also ich muss sagen, das Spiel ist mega cool. Danke für den Tipp. Und ich muss sagen, wenn euch das Video gefallen, wenn ihr auch das Spiel cool findet. Ich meine, hier sieht man, wie viele unterschiedliche Charaktere es gibt. Und dann noch so Crossover. Was hier ist Crow. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier erst eine Legende. Oh, okay, gut. Gut zu wissen. Also ich glaube, das sind alle Legenden, oder? Ja, ich glaube schon, so ungefähr. Auf jeden Fall, das Spiel, muss ich sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 kriegt es bei mir eine glatte 8. Aber aus dem Grund, und es hat natürlich Potenzial nach oben. Ich meine, man muss sagen, das ist ja natürlich auch meine Meinung. Oh, warte mal kurz. Das ist natürlich meine Meinung, weil ich schon in Brawl Stars so tief drin bin und auch so fit bin. Deshalb gibt es bei mir bei Brawl Stars 10 von 10, bei Brawlhalla 8 von 10. Aber natürlich, weil ich das Spiel noch nicht kenne. So von Brawlhalla muss ich sagen, es hat wirklich viel Potenzial noch nach oben hin. Und ich glaube wirklich, wenn ich da noch ein paar Mal spiele, dann bin ich da auch gut drin. Und wenn ihr mehr von Brawlhalla sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und wenn ihr sagt, ey Donny, spiel doch mal noch andere Spiele, dann schreibt es auch in die Kommentare. Lasst es mich wissen, ob ich noch andere Spiele oder welche ihr cool findet.
und ob ich noch mehr solche anderen Spieltests machen soll. Ich finde das nämlich ganz cool, so zu vergleichen. Und ja, und vielleicht gibt es dann irgendwann auch ein reines Brawlhalla-Video. Dafür müsst ihr auf jeden Fall ordentlich liken. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute! Also Brawlhalla ist schon cool. Also ich glaube, ich mache mal direkt die nächsten Kämpfe. So, boah, ey, wie stark ist das denn? Guckt euch das mal an. Also, top. Boah, der sieht aus wie Crow. Richtig nice. Es gibt noch Brawl City, kosmische Truhen, Legenden, Crossovers. Pff, richtig nice. Was habe ich denn da gesehen? Oha, richtig gut. Boah, gleich ist mal richtig durchzocken hier alles, bis ich der Pro bin.